Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich beschäftige mich mit vielen etwas spooky Methoden, die ich immer eigenverantwortlich anwende. So komme ich auch zu der Methode des Trockenfastens, die mir irgendwann plötzlich über den Weg gelaufen ist. Und ich dann für mich entschieden habe, okay, das könnte ich eigentlich mal ausprobieren, nachdem ich vor vielen Jahren schon intermittierendes Fasten lange Zeit ausgeübt habe und dabei auch ein paar Kilo verloren habe, aber das stagnierte nachher so, dass ich dann irgendwann die Freude verlor am intermittierenden Fasten. Und am Ende der größte Grund für mich, da auszusteigen, war, dass ich es im wahrsten Sinne des Wortes satt hatte zu hungern. Ja, und da bin ich genau an dem Punkt, wo ich nämlich jetzt auch wieder ankomme. Ich bin jetzt beim Trockenfasten, das heißt intermittierendem Trockenfasten angelangt. Ich habe also quasi bin auf meinen alten Zug des intermittierenden Fastens wieder aufgesprungen. Mit dem erheblichen Unterschied, dass in den Trockenphasen, also in den Fastenphasen, in den stundeweisen Fastenphasen, ich nichts esse und nichts trinke. Damals habe ich immer getrunken während der intermittierenden Fastenzeit. Das heißt, im Fastenfenster 16 zu 8 beispielsweise habe ich innerhalb der 16 Stunden durchaus noch Flüssigkeit zu mir genommen. Das ist jetzt ganz weggefallen. Das heißt, wenn ich esse, dann esse und trinke ich in diesem Zeitfenster von 4, 5 oder 6 Stunden. Wenn ich dann zum Fasten übergehe, dann faste ich, also zu diesem intermittierenden Fasten stundenweise, dann faste ich eben total, dann gibt es nichts. Das Einzige, was das Nichts sprengt, ist die kleine Knospe auf einer Gewürznelke. Die lege ich mir manchmal in den Mund, damit der Geschmack und der Geruch etwas angenehmer sind. Ja, und jetzt meine Erfahrungen. Also Tag 12. Innerhalb von Tag 12 habe ich erstmal zwei 24-stündige Fastenzeiten durchlebt. Das habe ich spontan entschieden. An dem Tag, an dem es soweit war, habe ich für mich dann gesagt, okay, heute kannst du mal ausprobieren, ob du die 24 Stunden durchhältst. Ich finde das von dem Freiheitsgefühl immer sehr angenehm, denn wenn ich mir von vornherein aufbürde, 24 Stunden zu machen, dann fühlt sich das anders an, als wenn ich nach 18 Stunden noch in die Verlängerung gehe. Und so würde ich das auch empfehlen. Apropos empfehlen, dir würde ich das, was ich mache, absolut nicht empfehlen und erst recht dann nicht empfehlen, wenn du medikamentenpflichtig bist, also wenn du Medikamente nimmst. Es macht dann wenig Sinn, weil die Medikamente, die müssen ja genommen werden und weißt du ja selber. Also, ich ohne Medikamente kann mir das so erlauben, einfach in dieses Fasten einzusteigen. Und insofern kann ich auch diese 24 Stunden machen. Wenn ich merke, dass es mir komisch wird, dann kann ich was zum Gegensteuern unternehmen. Also, ich habe da keine Sorge und fühle mich ziemlich sicher in dem Rahmen und möchte jetzt weiter berichten von dem, was mir dann passiert ist. Also, ich habe irgendwann an dem letzten, jetzt zurückliegenden intermittierenden Fastentag plötzlich festgestellt, dass ich was im Auge habe. Es fühlte sich so an, als hätte ich was im Auge. Jetzt kam ein ganz interessantes Phänomen zum Tragen, das du wahrscheinlich auch kennst. Wenn man was im Auge hat oder meint, was im Auge zu haben, dann sucht und sucht man und reibt und versucht es irgendwie rauszukriegen. Es war aber nichts. Ja, und was mir dann irgendwann nach Stunden aufging, dass das dieses Thema, was viele Menschen betrifft, mich bislang noch nicht, trockenes Auge sein musste. Trockenes Auge machte für mich nach 12 Tagen intermittierenden Trockenfastens auch irgendwie Sinn, denn mein Körper wird ja relativ dehydriert sein, nimmt man an. Auf jeden Fall in der Phase, in der ich dann nichts getrunken habe, so wie es gestern war, kann es zu gewissen Energie- in einem Wassermangelprozessen ja führen.
das generelle Dehydrieren soll beim Trockenfasten gar nicht so ein großes Problem sein, denn der Körper soll in der Lage sein, so sagt es jedenfalls die Wissenschaft, das fehlende Wasser durch die Verbrennung von Fett bzw. des Umwandelns von Fettzellen zu generieren. Das heißt, der Körper kommt dann an deuteriumfreies Wasser ran. Und Deuterium ist wohl ein Stoff, der immer im Wasser ist und der nicht günstig für unsere Wasseraufnahme ist. Das heißt, somit wird dieses körpereigene, aus Fettzellen generierte Wasser als lebendiges Wasser bezeichnet und ist für den Körper noch besser verfügbar, was also mich auch beflügelt, von diesem Prozess viel zu halten. Dabei fällt mir gerade ein, wichtig ist immer, sich selber mental, also dass ich mich selber mental so begleite, dass ich auf einem guten Weg bin und mich auch gut fühle. In dem Moment, wo eine Angst auftaucht und wo ich denken würde, oh Gott, das schaffe ich nicht, das rafft mich dahin, da geht die ganze Geschichte natürlich nach hinten los. Also Mindset, Mindset, Mindset und ansonsten gute Voraussetzungen, eben zum Beispiel Freiheit von Pharma wäre eine gute Voraussetzung und ist für mich eine gute Voraussetzung, das hier leisten zu können und für mich natürlich auch zu dürfen, denn ich kann mir das ja selber erlauben, es so zu tun. Also das mit dem trockenen Auge hat sich dann nach hinten raus tatsächlich in Wohlgefallen aufgelöst, nämlich nachdem ich wieder ordentlich, und jetzt kommt's, ich trinke mal Kokoswasser getrunken habe, hat sich das Auge ziemlich schnell wieder normalisiert. Fand ich eine sehr erleuchtende Erkenntnis, weil ich da so gedacht habe, okay, das könnte natürlich sein, dass Menschen, die unter trockenen Augen leiden, im Grunde genommen nur auf eine gewisse Weise dehydriert sind und dass sich im Auge eben als erstes sensibles Feld zeigt. Das zu dem Thema. Also das trockene Auge habe ich damit bekommen und auch wieder überwunden innerhalb kürzester Zeit. Einfach nur ein Erkenntnisprozess für mich. Dann habe ich, gestern war ein etwas herausfordernder Tag, dann habe ich war gerade auf so einem Fußmarsch und ich spürte plötzlich einen Schmerz unter der Rippe. Und dachte mir so, was ist das? Das kenne ich normalerweise gar nicht. Das heißt, das habe ich einmal, ist mir das schon mal passiert und damals war es die Galle. Da war irgendwie zu viel Gallenflüssigkeit und die Gallengänge neigten irgendwie zu verstopfen. Und das war das Thema damals. Und dieses Thema trat wohl gestern nochmal auf. Ich weiß auch, dass auch das Mentale da eine Rolle gespielt hat, denn ich hatte mich kurz vorher ziemlich geärgert und dieser Ärger zusammen mit der, ich sag mal, nicht vorhandenen Spülung und vielleicht auch aufgrund der Ernährung, die jetzt die letzten Tage stattgefunden hat, war jedenfalls meine Galle etwas gebeutelt und hat sehr, sehr mit Schmerz reagiert. Ich habe dann zum Glück meinen Heiler, den ich immer im Hintergrund habe und der mir aus solchen Patschen raushilft, den habe ich dann direkt angeschrieben und der konnte mir helfen. Ich selber konnte mir allerdings auch schon etwas helfen und das habe ich ja auch hier auf dem Kanal bis zum Es geht nicht mehr angeboten und zwar durch das Klopfen der Akupunkturpunkte. Es gibt einen Gallenpunkt, also den Gallenmeridian erreicht man über diese Seite hier. Und es gibt unterm Bauchnabel, nein, 2 cm überm Bauchnabel, nein, unterm Bauchnabel, durcheinander. 2 cm unterm Bauchnabel befindet sich ein Punkt, der die Leber angeht. Das heißt, mit diesen beiden Punkten und trotzdem auch mit allen anderen Punkten habe ich mich eine ganze Zeit beklopft und dann habe ich auch das Gefühl jedes Mal, dass es dann besser wird. Also von daher konnte ich mich selbst abfangen. Was ich gestern witzigerweise nicht gemacht habe, war meine Hand-aufs-Herz-Methode zu benutzen. Das habe ich noch überhaupt nicht gemacht zu dem Thema. Das werde ich nachher mal machen und dann gucke ich mal, ob ich da noch ganz andere Ergebnisse bekomme. Also das ist ja immer diese Frage- und Antwort-Technik, wo ich herausfinde,
was eigentlich hinter dem Problem steckt und warum dieses Problem im Moment gerade noch gar nicht gelöst ist, wo es herkommt. Also da kann ich alle möglichen Fragen stellen. Auch dazu findest du ganz viele Videos auf meinem Kanal. In der Playlist gibt sowohl zum EFT-Klopfen als auch zum Hand aufs Herz ganz viele Videos. Kann ich dir ans Herz legen, denn diese Selbsthilfetechniken, die sind im Grunde genommen eins der wichtigen Unterstützungsmomente, die meinen eigenmächtigen Weg flankieren. Das ist ganz wichtig, darauf zugreifen zu können für mich. Ja, was gibt es noch zu berichten? Also das trockene Auge, die Galle, die dann gemuckert hat. Und ansonsten habe ich natürlich über diese 12 intermittierenden Fastentage etwas Gewicht verloren. Das war jetzt nicht allzu viel. Ich habe auch ein nicht allzu hohes Ausgangsgewicht. Und insofern bin ich bei 1,70, vorher bei 63,5 Kilo gewesen. Und jetzt bin ich ungefähr bei 63 Kilo. Das heißt, es ist nicht so wahnsinnig viel Gewicht verloren gegangen, ist wahrscheinlich aber auch aufgrund des relativen Idealgewichts schon so der Fall. Dennoch sind genau an den Stellen Fett, kann man kaum sagen, aber irgendwelche Fettgeschwülste, jetzt neige ich zur Übertreibung, weggegangen, die, du hast schon Bilder im Kopf, ich weiß, die dazu führten, dass es mich genervt hat und die auch ein Grund waren, warum ich überhaupt in diesen intermittierenden Trockenfastenmodus eingestiegen bin. Denn ich habe natürlich auch gehofft, dass ich an den Stellen, an denen irgendwie meine Kleidung jetzt schon mal gedrückt hat, etwas meinen Umfang reduzieren kann. Und das ist genau an den Stellen passiert. Dem intermittierenden Trockenfasten, nein, dem Trockenfasten wird auch nachgesagt, dass es eben in erster Linie Fettzellen verbrennt oder verarbeitet. Und beim normalen Abnehmen werden ja auch immer Muskelzellen reduziert. Und das soll beim Trockenfasten eben sich größtenteils, soll das Trockenfasten sich um Fettzellen und um das Schwinden der Fettzellen kümmern, was es für mich auch sehr verlockend gemacht hat. Ja, das waren die beiden wichtigsten Aspekte, die mir auffallen. Ansonsten muss ich sagen, dass ich von Tag zu Tag entspannter geworden bin in der Phase, allerdings auch in Abhängigkeit von der Beschäftigung. Also sehr, sehr wichtig ist es, sich mit etwas zu beschäftigen, also möglichst seinem Alltag nachzugehen, würde ich sogar sagen. Denn in dem Moment, wo ich meinem Alltag nachgehe, bin ich so in der Ablenkung, dass ich mir nicht ständig Gedanken mache, wann denn jetzt die nächsten 2 Stunden um sind, damit ich endlich wieder essen kann. Denn das ist bei mir der Fall. Ich esse wirklich für mein Leben gerne und ich esse auch normalerweise relativ viel. Und das, wenn das Essen wegfällt, ist das für mich schon echt ein Verlust an Lebensfreude. Wobei ich auch wieder sagen muss, es geht darum, dass ich, wenn ich esse, mich so aufs Essen konzentriere, dass ich die ganze Freude des Essens auch auskoste. Das ist dann wieder ein wichtiger Aspekt, den ich zu leben gelernt habe und wo es eben auch darum geht, dass man nicht viel und nicht den ganzen Tag essen muss, sondern ich habe vorher schon einen Essenszeitraum und der fängt dann an, wenn ich körperlich hungrig bin. Vorher esse ich gar nicht. Und ich esse auch keine Snacks zwischendurch. Also das kommt mal vor, natürlich, aber normalerweise bin ich echt so auf, wenn ich Hunger habe, dann esse ich und dann ist es auch völlig egal, ob andere dann auch essen oder ob ich alleine esse. Ich richte mich da komplett nach meinem eigenen Hungerverlauf. Und da geht der körperliche Hunger in Führung. Alle anderen Gelüste habe ich im Laufe der Zeit tatsächlich durch Klopfen überwunden oder auch durch Hand aufs Herz. Und das ist sehr angenehm, dass ich heutzutage nicht mehr irgendwie speichel, nur weil da irgendjemand irgendwas isst, weil irgendwas lecker riecht. Das war nämlich ganz früher so. Da konnte ich quasi überhaupt nicht Nein sagen, wenn einer mit dem Eis an mir vorbeigelaufen ist, musste ich auch eins haben. Ja, und das hat sich alles im Laufe der Zeit geändert. So, jetzt zurück zum Trockenfasten.
Was kann ich noch sagen? Vom Energieniveau war es gut. Vom Blutdruck her war es auch so, dass mein Blutdruck sich im Grunde genommen fast die ganze Zeit moderat niedrig gehalten hat, mit einem etwas erhöhten Puls. Also ich sag mal, ich hatte so einen Blutdruck von 106 zu 60 und dann einen Puls von 84, den ich normalerweise nicht so hoch habe. Normalerweise ist mein Puls irgendwie bei 72, was auch noch relativ hoch ist. Und der Blutdruck ist, außer wenn ich irgendwie gerade was gegessen habe, dann habe ich den Blutdruck auch zeitweise gemessen. Dann ist der Blutdruck nochmal in die Höhe gegangen, aber ansonsten ist der moderat niedrig geblieben, also da auch keine Not. Dann habe ich ja meine pH-Wertmessung betrieben. Das heißt, ich habe zum Teil den Urin, aber zum Teil auch eben nur den Speichel gemessen und habe mich da fast bis in den basischen Bereich bewegt. Also ich war irgendwie zwischen 6,8 und 7,0 im Urin oder auch im Speichel. Und das ist eigentlich ein relativ guter Wert. Da hätte ich so auch nicht mit gerechnet. Ich meine, ich bin vorher immer viel saurer gewesen. Und das zeigt, dass das Blut also auch aufgrund der weniger Belastung durch ständige Nahrungsaufnahme oder durch auch stundenweise ordentliche Nahrungsaufnahme und dann muss das Blut das ja auch wieder verarbeiten, entgiften, zu den Entgiftungsorganen transportieren, dass das Blut da einfach besser wird und sich wahrscheinlich dann auch ja, auf das gesamte Säuremilieu auswirkt. Davon gehe ich aus, also ich gehe davon aus, dass es positive Folgen hat für mich, dieses Trockenfasten. Ich bin eigentlich noch von ein paar wichtigeren Sachen ausgegangen. Ach ja, jetzt fällt es mir gerade ein. Und zwar, meine Sehleistung hat sich im Laufe der letzten Wochen, Monate immer mal so komisch dargestellt, dass ich schon gedacht habe, das liegt irgendwie an den Insulinschwankungen, dass ich zwischendurch Einschränkungen habe, die sich mit einer Brille eigentlich gar nicht korrigieren lassen, weil die eben zeitweise sehe ich komisch, also verschwommener. Und dann sehe ich wieder klarer. Und das kann ja nicht sein, dass das Auge an sich jetzt den Fehler hat, sondern das muss irgendwie ein Wert im Hintergrund sein. Naja, und diese Schwankungen, die sind etwas besser geworden. Dadurch vermutlich, dass ich dann eben keine Insulinschwankungen habe, weil ja gar nichts zugeführt wird. Insulinschwankungen können jedoch auch auftreten, wenn man zu viel Stress hat. Da ich den Stress aber ja, wenn es geht, auch runterfahre mit Klopfen oder mit Hand aufs Herz, sollte ich da auch geschmeidiger sein. Auf jeden Fall ist das noch etwas, wo ich denke, da ist nach hinten raus noch Luft. Also dem Trockenfasten wird insgesamt nachgesagt, dass es die Empfindlichkeit für das Insulinmuster wieder erhöht bzw. wiederherstellt. Und wenn der Körper mit Insulin entsprechend umgehen kann und reagieren kann, dann ist er einfach wieder in seiner Unabhängigkeit, auch auf diesem Gebiet. Ganz wichtig. Von daher, ich überlege immer, ob ich wieder aussteige aus dem intermittierenden Trockenfasten oder ob ich noch dabei bleibe. Immer wenn ich so in dem Fastenmodus bin, wie jetzt. Jetzt bin ich ungefähr seit 14 Stunden, 15 Stunden im Fastenmodus und denke schon, ach, eigentlich könntest du jetzt, wenn du aussteigst, also wenn der Fastenmodus nach 16, 18 Stunden zu Ende ist, wieder ganz normal essen und nicht mehr wieder ins intermittierende Trockenfasten zurücksteigen. Und dann, wenn ich gegessen habe und getrunken habe und irgendwie wieder alle Sinne satt sind, dann denke ich, ach Quatsch, kannst jetzt doch wieder anfangen, in diesen Fastenmodus zu gehen. So hangel ich mich im Moment entscheidungsmäßig von einem Moment zum nächsten, beziehungsweise von einem Tag zum nächsten und kommen dann immer wieder zu der gleichen Entscheidung, einfach noch einen Tag dran zu hängen. Und das ist nach meiner Wahrnehmung auch eigentlich eine ziemlich gute Idee, weil es dieses Freiheitsgefühl beflügelt. Ich habe jederzeit die Freiheit auszusteigen und wieder in meine alte Normalität zurückzutreten oder ich habe die Möglichkeit, immer noch mal wieder dabei zu bleiben. Und vielleicht gucke ich irgendwann auf 30 Tage intermittierendes Trockenfasten. Wobei ich sagen muss, ich habe ja mal intermittierend gefastet. Das war schon 2016 und da habe ich das für einen ziemlich langen Zeitraum getan. Und da war ich nachher
so satt, und zwar weil ich satt hatte zu hungern. Im wahrsten Sinne des Wortes, das hat mich so gequält, dass ich immer wieder nach ein paar Stunden, wobei ich da ja noch essen, trinken durfte, aber ich habe irgendwie immer gedacht, nee, also immer wieder dieser Hunger, und das ist jetzt beim Trockenfasten etwas geschmeidiger. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich im Laufe der Zeit schon auf viele Lebensmittel jetzt zusätzlich noch verzichtet habe, keinen Zucker mehr esse und so. Also es kann sein, dass einfach meine Rahmenbedingungen zurzeit besser geworden sind und ich deshalb eben auch geschmeidiger mit diesem ganzen Prozess umgehen kann. Ja, auf jeden Fall, apropos Geschmeidigkeit, hilft es sehr, wenn man sich mental immer wieder justieren kann. Das kann ich auch mit dieser Klopfmethode oder auch mit Hand aufs Herz. Und das nehme ich dann auch in Anspruch. Da bin ich sehr autonom und habe ja alles bei mir, weil diese beiden Methoden, die ich auch miteinander verbinde, die sind natürlich sehr, sehr wesentlich, damit es ja leichter durchs Leben geht. Und insofern kann ich dir auch sagen, wenn du irgendwann mal tatsächlich die Methoden lernen möchtest, darfst du mich gerne kontaktieren. Ich coach diese Methoden auch in echt und in live oder auch über Zoom. Und dann können wir da einen Termin machen und dann kannst du auch das lernen, was vielleicht über die Videos alles dann im Endeffekt nicht gezielt für deinen Fall angemessen vorhanden ist. Also wenn man mit seinem eigenen Thema arbeitet, ist es ja immer noch anders, als wenn man nur sieht, ah, sie macht das und sie macht das bei dem Thema. Man muss an seinen eigenen Themen arbeiten. Dann merkt man, wie lösend und wie entspannt und neutralisierend diese Vorgehensweisen wirklich beide sind. Denn es geht letztendlich ums Loslassen der Probleme und darum, dass man durch den Lebensalltag und durch die Herausforderungen besser kommen kann und besser mit allem, was einen betrifft, umgehen kann. Ja, das war jetzt ein Gesamtüberblick zum Trockenfasten und zu dem, was ich sonst noch zur Hilfe nehme, um so eine Phase gut durchleben zu können. Und jetzt möchte ich mich verabschieden, wünsche dir eine wunderbare Zeit und alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.